Ich habe Wolfgang Overath alles zu verdanken. Werner Biskup war unten, ganz unten. Und hätte die Kölner Fußballlegende nicht zum Telefon gegriffen und seinen früheren Mitspieler angerufen. Ich glaube, dann würde ich heute nicht mehr leben. Der Alkohol drohte ihn zu zerfressen. Das waren 20 Jahre, die ich gesittet oder ordentlich normal, wie jeder andere auch getrunken habe, nur es wurde immer mehr. In den späten 60er Jahren grätscht und schießt sich Biskup in die Schlagzeilen des deutschen Fußballs. Hinten beinharter Verteidiger gegen Weltklasse-Stürmer wie Jupp Heynckes, vorne filigraner Freistoßschütze. Sogar die Nationalmannschaft ist für den Sohn eines Bottropper Bergmannes ein Thema. Seinen größten Erfolg feiert Biskup dann allerdings 1985 als Trainer in Hannover. 96 hat zwar keine Knete, Biskup aber eine Idee. Ich habe mit dem ersten Vorsitzenden damals, Fredo Henze, einen Zirkel genommen um das damalige Niedersachsenstadion von 50 Kilometern und habe gefragt, wo sind da Vereine, wo sind Spieler, die uns helfen können. Mit einer No-Name-Truppe schafft Biskup den Bundesliga-Aufstieg. Doch dem Sensationscoup folgt der Absturz. Ich durfte auf einmal alles, ich brauchte nicht mehr auf meine Nahrung achten, ich brauchte nicht mehr darauf achten, was habe ich getrunken oder was darf ich trinken. Ich konnte abends meinen Wodka-Lemon trinken, am Samstagabend, am Sonntag war ich dann als Trainer auf dem Platz. Die Alkoholsucht übernimmt immer mehr die Kontrolle. Ja, das merkt man, wenn man morgens aufsteht, sich unwohl fühlt und man kommt auf die Idee, einen Wodka, das habe ich nun gerne getrunken, zu trinken, und zwar zwei kleine Gläschen, sage ich mal, oder ein halbes Wasserglas Wodka, dass es einem dann besser ging. Als alles verloren scheint, meldet sich Wolfgang Overath. Er ist es, der Biskup 1992 einen Therapieplatz besorgt und ihn später zurück ins Fußballgeschäft holt. Heute ist Biskup trocken, er ist Trainer in der Kreisliga und glücklich. Ich habe eine intakte Familie, ich habe einen prächtigen Sohn, ich habe meinen Sternbusch, ja, und ich lebe einfach in den Tag mehr oder weniger zwar nicht hinein. Ich habe ein Grundstück von 800 Quadratmeter, von 600 Quadratmeter Rasen. Und wenn einer mal Rasen gemäht hat, der weiß, was das für Arbeit ist, oder so ein Garten. Und da geht man schon mit auf. Ich interessiere mich nach wie vor für Fußball, ob es Freitag, Samstag, Sonntag ist. Ich sehe alles im Fernsehen oder gucke alles. Ich bin also bestens informiert. Heute steht Werner Biskup mit seinen 70 Jahren wieder mit beiden Beinen fest im Leben.